Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2. Ja, und ich hab's ja versprochen, heute gibt's mal wieder einen Gast. Und ich würde sagen, stell dich einfach mal vor. Hallo Leute, Slayer from Beyond hier, kleiner LPer mit Fokus auf Horror und Fantasy und ja, freut mich hier zu sein. Yay, freut mich auch. Es ist unsere zweite Aufnahme, obwohl es für euch die erste ist, weil es... Ja, jetzt habe ich gespoilert für die Final Fantasy Gucker, aber ist ja egal. Ja, wir haben einfach mal eine kleine Aufnahmesession gemacht für diese kommende Woche. Und ja, Lufia 2, schon mal gespielt? Oh ja, war mein erstes rundenbasierendes Rollenspiel überhaupt. Okay. Ja, ich liebe das Teil wegen seiner guten Rätsel und allein auch wegen seiner Action-Adventure-Komponente. Ja, davor halt nur so Sachen gespielt wie jetzt Terranigma, Secret of Mana. Aber das hier war wirklich mein erstes rundenbasierendes RPG und ja, gefällt mir sehr. Ja, ich finde diese Mischung auch nach wie vor fast unvergleichlich. Also dieses Adventure, ja. Dann diese Rätsel vor allem, das kriegst du in keinem anderen Super Nintendo Rollenspiel. Also richtig gut. Ich weiß noch die Testberichte damals, als das Spiel rauskam. Da haben viele gemeckert, die ganzen Elemente sind von Zelda geklaut, wie jetzt die Bomben und... Aber trotzdem, die Mischung macht's einfach, dieses... Ja, einfach ein gutes Spiel. Ja, zumal es sehr gut geklaut ist und daran... Dagegen spricht ja nichts, ne? So, wir cleanen natürlich wieder alle Gegner. Ist halt der einzige, ja, Nachteil fast, kann man sagen, dass es doch sehr gegnerlastig ist, diese Dungeons. Aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Ich weiß nicht, ich finde dieses Kampfsystem genial. Ich mag das mit den Zornpunkten und dieses individuelle. Ach, tolles Spiel einfach. Also ja, dass die Waffen noch eigene Skills mitbringen, ist schon ziemlich krass. Also mir fallen eigentlich kaum Spiele ein, wo was Ähnliches vielleicht noch mit ja, dabei wäre. Ja, das hat garantiert auch ein paar andere Rollenspiele geprägt. Ich glaube, Final Fantasy IX hatte so ein ähnliches System und Lost Odyssey. Man sieht es relativ selten, aber ich finde es genial. Oh, und hier haben wir wieder ein Rätsel. Begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe der Gemeinen. Beweg nur einen von den gelben Steinen, damit alle anderen genauso erscheinen. Hä? Ach ja, daran erinnere ich mich. Daran hing ich früher oft. Okay, ich guck's mir einfach mal. Ich glaube, Moment mal, wenn ich das so. Aha. Ich siehst, bewege eine von den gelben Steinen. Okay. Ah, okay, verstanden. Aber ich glaube, die werden noch ein bisschen kniffliger später. Man muss sie also alle. Ja, hier geht's schon los. Ja, das ist eine Kette. Ich lese erstmal den Rätseltext, nicht, dass sich was geändert hat. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein, dann müssen alle anderen so gelb wie Dotter sein. Schöne Reime. Okay, also einen roten und einen gelben und dann müssten alle gelb sein. Okay. Das ist schon knifflig hier. Mir fällt ja gerade noch etwas... mir fällt ja gerade noch was ein, was ich dir als Tipp geben kann. Ja. Aber vielleicht willst du es erstmal so probieren. Ja, erinnern kann ich mich natürlich nicht, wie so oft. Ich überlege gerade, ob das auch diagonal funktioniert. Bin mir gerade nicht sicher, aber gut, das bringt mir gerade eh nichts. Sie müssen gelb sein. Das heißt, um überhaupt eine Chance zu haben, muss ich den dann nehmen, denke ich mal. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht, dass ich den überhaupt genommen habe. Warte mal, ich werde mal den da reinhauen. Das ist jetzt natürlich Quatsch. Nee, das war gar nichts. Also, ich probiere jetzt einfach mal aus, ob es diagonal funktioniert. Ja, geht. Okay. Okay. Ja, dann... Den noch. Ich habe jetzt speziell auch kein gutes Rätselbrain, aber gerade da ging ich enorm. Okay. Ja, also... Echt übel. Da wirst du deine Freude haben. Das ist auch nicht einfach. Wenn ich ein... Moment mal, wenn ich... Nee, geht auch nicht. Aber laut dem Rätsel muss man zuerst einen roten nehmen, ne? Nö, also ich glaube, die Reihenfolge ist egal, nur halt nur, du darfst halt nur die vorgegebene Anzahl nehmen. Okay. Also wenn ich mich jetzt recht entsinne, wenn ich nicht gar verkehrt liege, sind die unteren Steine, die unteren beiden irgendwie der Schlüssel. Die unteren,
gelben. Moment, wenn ich den gelben. Na gut, das. Naja, sieht schick aus, aber kann nix. Nee. Da muss man wahrscheinlich wirklich erst den roten spielen, weil sonst fährt man ja wieder was rot. Genau, also muss man zuerst den roten nehmen. Was wäre denn, wenn wir den dahin? Das bringt mir aber. Obwohl, nee, das geht nicht. Dann könnte ich nicht alle einfärben. Boah, das ist richtig schwer. Mhm. Da hinten gibt es mir auch nichts. Ich glaube, das ist sogar eines der schwersten Rätsel im Spiel. Okay. Ich werde einfach jetzt ein bisschen rumprobieren und mir das dann mal anschauen, was draus wird. Dass man auch nur zwei Züge hat, das ist nicht ohne. Also den roten, die roten muss man zuerst. Vielleicht muss man auch den nehmen. Wenn ich den nehmen. Ah, ja. Ja, Moment. So. Nee, nicht ganz. Nee. Nein, ich wollte ihn doch da reinlegen. Da hast du immer noch zwei Lücken. Also. Ja, ich probier's nochmal, aber ja. Ja, stimmt, der untere bleibt auf jeden Fall dann. Ja, einer ist immer nicht verbunden. Also ich glaube, der musste schon fast diagonal arbeiten. Mhm. Ja, stimmt. Oder. Ja gut, man muss irgendwas diagonal. Man kann ja entweder den oder den nehmen. Dass es sich irgendwie so aneinander. Ja, genau. Hier den gelben auf jeden Fall rein. Also das ist schon mal. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's, oder? Ich probier's mal. Also da muss das Ding rein. Wie kann ich mich nochmal an einer Stelle drehen? So, okay. Und jetzt den da rein. Yay! War doch gar nicht so schwer, ne? Ja. Oh. Schönes Rätsel. Noch nicht vorbei. Yay. Bewege zwei gelbe und einmal rot. Dann öffne die Tür und alles ist im Lot. Zwei gelbe und einmal rot. Ah. Zwei gelbe und einmal rot. Hm. Ist ja auch irgendwas mit so einer Diagonalkacke. Jetzt wird das Spiel lustig, ja? Ja. Okay, da rattert die Denkmaschine. Ich könnte, aber sie müssen alle gelb sein, denke ich mal wieder, ne? Ich glaube nicht, dass man hier. Mhm. Zwei gelbe, ja gut, das habe ich mir jetzt eh schon verbaut. Na gut, benutzen wir mal den Ursprung. Wobei, wenn ich. Nee. Doch, ich denke schon, dass die gelb werden müssen. Zwei gelb und einmal rot. Wir könnten zum Beispiel den da hinlegen. So, jetzt dürfen wir noch einmal rot und einmal gelb benutzen. Es ist klar, ich könnte irgendwie jetzt einen dahin bauen, aber dann fehlt immer noch einer. Das geht nicht. Oder, was ist, wenn ich den nehmen würde? Könnte man eine Schräge bauen? Moment mal. Ah, aber dann fehlt immer noch einer. Wenn du den an die gelben nimmst, also den inneren von den roten. Den? Nee, den da genau. Hm? Den vielleicht eins hoch. Kannst du da vielleicht irgendwie eine Diagonale bauen? Hm, ich muss gucken. Wenn ich da. Da, ja, das ist. Das ist es, ja. Das, oder? Das könnte klappen. Moment, wenn ich den da hinlege, ja. Ich glaube, Moment, welchen darf ich jetzt nicht nehmen? Den müsste ich nehmen dürfen. Ja, das klappt. Yay. Ach, schön. Deswegen mag ich das Spiel so. Yay, und es war ein bisschen Teamwork. Ja, auf jeden Fall. So. Sehr gut, das haben wir noch geschafft. Ja, für die Final Fantasy jetzt nicht gucken, sage ich dir aber auch nochmal, ich verlinke natürlich deinen Kanal, denn du Let's Plays natürlich auch. Bist einer der wenigen, die ich auch immer sehr regelmäßig schaue. Ich kann mir nicht viele erlauben, aber du bist einer davon und ja, macht immer Spaß. Dankeschön. Ganz tolle Horrorprojekte, könnt ihr euch mal reinziehen. Und neuerdings ja auch Rollenspiele. Mhm. Ja. So, ich glaube, wir kommen in irgendwas, wo es wichtig wird. Ja. So, du kannst diese einfach mal labern, falls es synchron ist.
du wirst an mir nicht vorbeikommen. Na, schauen wir mal. Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Ja. Oh, süßer Clown. Hat er Namen? Clownface. Der Pierre, yay. Hallo Pierre. Okay, Endgegner-Time. So, wie findest du... Clowns. Warum muss ich gerade an Stephen King denken? Ja, ja, Grüße hier an Pennywise. Ja, es hat... Stephen King hat uns, was Clowns angeht, alle irgendwie ein bisschen traumatisiert, ne? Das kommt mir so vor. Jeder hasst Clowns wegen diesem Film. Auch ich mag sie eigentlich, aber ich finde sie halt nicht hübsch. Nee, auf keinen Fall. Ich mag das gar nicht, ey. Das ist immer das Abtörnendste, was es im Zirkus nur geben kann, diese Clown-Veranstaltungen. Nee. Also, ich mag Clowns eigentlich, auch ihre Vorstellung, aber naja, so schmicken möchte ich mich nicht gerade, es war mir peinlich, so rauszugehen. Ja, das stimmt. Also, ja. So, mal gucken, was kann man dann... Ach, der hat nichts, der hat nur Buffs, der Kerl, das ist ja schlimm. Was war denn das? Angepeilte Gegner verschwinden im Nu, ja, das wird bei dem bestimmt nicht klappen. Offensichtlich nicht. Ja gut, probieren wir mal das noch und hier können wir ein bisschen Zeug raushauen. Was kann man denn da machen? Schock. Oh. Und Zellan könnte mal... Ja. Machen Funke. Mal gucken, was mehr abzieht. Okay, er macht nichts. Auch gut. Oh, das war aber gar nichts. Ja. Die meisten Gegner sieht man durch ihr Aussehen oder ihre Angriffe ja ihrem Element an. Also, aber bei dem ist gerade ein bisschen schwer. Ja, so bunt. Ja, warum kann es nicht so einfach sein wie jetzt zum Beispiel bei den Holzgolems? Einfach Feuer drauf und sie verbrennen, also. Das wäre zu schön, ja. Okay. Das kann man vergessen, den gegen Magie anzukämpfen, aber ihr habt es ja gesehen, die normalen Attacken, die sind eigentlich ja absolut ausreichend hier. Du hast ja noch Wasserangriffe, also Wasserzauber. Oder Sturm. Könnt ihr auch noch probieren, stimmt. Aber anderes, obwohl es ja dann macht ein bisschen kläglichen Schaden. Okay, dann können die beiden ja mal angreifen und Tropfen. Ja, Tropfen. Mal gucken. Was haben wir hier noch? Ne, sie hat nichts mehr Neues, aber die hat... Was haben wir denn da? Was ist denn das Zeug? Ich kann mir das nie merken, was das bringt. Der Widerstand. Ist einfach so viel Zeug, was da zur Wahl steht. Das stimmt, ja. Ach komm, mach mal so eine Allheilung. Okay. Ja, kann dich sehen lassen. Der Tropfen war doch ganz nett, ja, doch. Und Leiko flüchtet, super. Schön ins Auge gespritzt. Hey, das war's. Das war ja einfach. Da ist ja noch einer. Ah, da ist er wieder. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich hab dich doch besiegt. Hahaha, du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Verschwinde! Ja, nett, ne? Rausgeschmissen. Okay, jetzt, die Allheilung kam noch gar nicht durch. Das soll ich jetzt vielleicht machen. Kann ich hier... Vor allem für WLAN. Ja. So, schmeißen wir mal eine gemütliche Runde Heilung raus. Zack, zack, zack. Plus, zack, so. Okay, so. Sieht schon besser aus. Ja, wenn der eine nicht klappt, probieren wir es halt mit dem anderen, ne? Ja, ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Ja, sagt er auch dasselbe. Okay, er hat so ein rotes Clown-Dingens an. Vielleicht ist der ja gegen den Feuer mehr... Ja. Finde ich ja noch hässlicher. Ja. Ist doch so. So, der Funke. Mal gucken, ob das bei dem was bringt. Daniel, aha. Schock können wir auch ausprobieren. Pierre Daniele. Hätte ich da vielleicht ein bisschen Französisch sprechen müssen. Stimmt. So, mal gucken. Und, ich kann kein Französisch. Ja, ich bin froh, dass ich es nie lernen musste. Ja. Oh, irgendwie finde ich die Sprache schlimm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, sie hat einen angenehmen Klang. So. Also, ich finde, ich höre es gern, aber ich will das nicht lernen. Also, ich bin sowieso, was Sprachen angeht, da bin ich irgendwie total unterbemittelt. Ja. Keine Ahnung. Geht mir genauso. Ich sag mal so, mein Englisch ist bestimmt genauso schlecht wie das, also jetzt von der Aussprache her. Ja, wenn man das toppen kann, würde ich mir Sorgen machen. Nee, keine Ahnung, aber
gut, gerade bei Spielen, Hauptsache man versteht, was da steht. Wer muss es schon ausbrechen können, ne? Nur halt, gerade bei LPs ist es halt dann dumm, wenn man was rüberbringen muss. Das ist immer so eine Sache. Ein On-to-Fly übersetzen ist dann auch nicht so... Kann ich gar nicht. Schwierig. Kann ich überhaupt nicht. Aber naja, da muss man durch. Zum Glück sind die heutzutage ja deutlich, ja, nicht mehr so lokalisierungsfaul wie damals. Kommt jetzt, ist wirklich das einzig Gute, kommt deutlich mehr zu uns wie früher. So, ich sollte mit den physischen Attacken aufhören. Der ist nämlich genau das Gegenteil zu seinem anderen Typi. Da machen wir jetzt mal so einen Kälteschock und... Ja, komm, mach den Schmerzgriff. Und Funke war auch nicht schlecht. Und Schock habe ich gar nicht aufgepasst. Mal gucken. Oh, ich hätte mich mal heilen sollen. Ei. Ich guck. Von lauter Quatsch, da bin ich aber auch nicht aufgepasst. Also. Es ist immer so schlimm, wenn ich einen Gast habe. Oh. Naja, gut, das werden wir schon noch irgendwie hinkriegen. Schmerzgriff. Ja. Ah, super. Okay. Zwei Kneifen. Okay, also der ist sehr magieanfällig. Hey, es ging ja gut. Wir haben ihn. Und Level Up. Yay. So. Ja. Kommt auch wieder, hä? Klar, ne? Ja. Das kann nicht sein. Ich hab dich doch besiegt. Hahaha, du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Hau ab. Sehr nett. Du kannst die Dame hier übernehmen. Maxim, warte mal kurz. Mit diesen Monstern stimmt etwas nicht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden wie Zwillinge aussehen und auch immer das Gleiche sagen. Es könnte sein... Was könnte sein? Es könnte sein, dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eins zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal angreifen? Ja. Dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaff das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollten meine Soldaten diese Sache regeln. Es ist mir auch fast peinlich, euch um Hilfe zu bitten. Selan, wir arbeiten doch zusammen. Betrachtest du uns immer noch als Fremde? Naja. Ich gebe zu, du bist stark, aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen die Monster kämpfst. Guy? Jawohl, ich kämpfe an ihrer Seite. Ist das in Ordnung, Selan? Gut, du hast gewonnen. Na bitte, geh doch. Ich will ungern alleine das bewältigen müssen, von daher. Naja, so sind die Frauen eben. Ja. Bist du dann halt, ne? Naja. Aber ich muss sagen, bisher ist mein Lieblingscharakter hier echt Tia. Ja, sie hat was, ne? Also ich mach sie ja manchmal fertig, aber das ist gar nicht böse gemeint eigentlich. Sie ist sehr emotional, sehr, ja, mitfühlend. Ich mag sie. Also gut, bis später dann, Jungs. Ich zähl auf dich, Guy. Da liegst du goldrichtig. Ja, ja. Du gibst wohl niemals auf, oder? Diesmal meine ich es ernst. Okay, so, zu zweit, aber das sollte ja zu schaffen sein. Wir wissen ja jetzt, der ist gegen Attacken ganz schön anfällig und gegen Wasser war es, ne? Tropfen, genau. Ja, Tropfen war es, genau. Ja. Schon gut gelöst, die hatten Magier dabei. Das haben sie clever gemacht. Hätte man es selbst aufteilen müssen, hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ah, unser Haustierchen ist auch an unserer Seite. Wie findest du das mit den Kapselmonstern, die Idee? Eigentlich eine gute Idee, aber ich habe es ehrlich gesagt meistens vernachlässigt. Okay. Ja, also... mir war das zu viel Item-Gefummel. Ja, da hast du recht. Ich hab das doch lieber verkauft und damit Kohle gescheffelt. Achso, ja, das kann man natürlich auch machen, weil Kohle ist immer ganz schön knapp. Also es gibt ja Spiele, da wird man richtig steinreich gegen Ende, aber hier ist es richtig gut ausbalanciert. Ja, und deswegen, ich habe das Zeug lieber in Geld investiert, als es dem Ding in den Rachen zu schieben. Richtig. Weil in den meisten Fällen, ja, kommt man auch so ziemlich gut klar. Ja, ich glaube, ich werde mich auch nur auf dieses eine Kapselmonster
festlegen. Ich habe keinen Bock, die allen da irgendwie zu helfen, keine Ahnung. Weil dann ist es auch blöd, wenn man es aufteilt und dann sind alle nur so halbgar durch und so. Das ist, nee. Die war ein gutes Monster dafür. Und wir haben den ersten Clown besiegt. Und da drüben geht's weiter. So, du warst der mit der Magie. Das ist natürlich für Guy jetzt blöd, weil er kann ja nix. Er greift halt trotzdem an. Guy ist dafür super stark, also... Das ist ja der Herkules. Ja. Wo der hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Der typische Haut-Rauf-Kerl. Ja, eine schöne Gruppe. Man lernt ja noch ein paar andere kennen. Ich freue mich schon drauf. Das sind so eigentlich die RPG-Stereotypen, wo hier zusammen rumlaufen. Ja. Der Haut drauf, der Magier. Ja. Das stimmt, ja, aber es hat was schön Klassisches, finde ich. Ich mag sowas. Mhm. So, was. Ah ja, genau. Was hältst du eigentlich von der Ahnenhöhle? Die Ahnenhöhle. Mhm. Eigentlich, die Idee ist super, aber. Es ist doof, dass man zwischendurch nicht speichern kann. Ich habe echt als Kind versucht, es zu schaffen, aber aus Zeitgründen nie geschafft. Das ist blöd, ne? Ich weiß noch, ich habe damals die Konsole immer laufen gelassen und so. Oh, böse Stromrechnung. Durfte von meinen Eltern aus nicht. Ja, okay. Durfte es gar nicht. Ist verständlich. Sollte man nicht tun. Vor allem bei den heutigen Konsolen, da ist es noch schlimmer. Da habe ich versucht, ohne groß leveln durchzurushen, um noch ein paar gute Gegenstände abzugreifen, aber... Ja, dann hast du kaum die Gotteshand in der Hand und musstest flüchten, weil du sonst mit einem Gegner platt gemacht wirst. Mhm. Das ist dann schon, naja. Ist klar, ja. Die Idee ist geil, aber bitte Zwischenspeicher hätte es auch getan. Ja, das wäre echt wünschenswert gewesen. Aber naja, die Idee ist genial. Ich finde so random Dinger immer wieder ja spannend einfach, wie es ablaufen kann. Da braucht man ja auch ein bisschen Glück und so. Ich finde es toll. Mhm. So, ich habe hier ein bisschen länger gebraucht, bis ich diesen Kraftrank gefunden habe. Items benutze ich so selten, da habe ich dann meistens keine Ahnung, was wie gut ist. Hoffentlich überlebt das jetzt Guy. Hm, könnte eng werden. Ah, nein, unser TP-Monster schafft das. TP-Monster. Sehr gut. So, und ich denke, nach diesem Funke könnte der Clown auch schon das Zeitliche segnen, wenn es trifft. Ah, noch nicht, okay. Ja. Ah, noch einmal. Etwas aus. Ja, TP-Monster ist eigentlich selten, dass man mal ein TP-Monster in den eigenen Reihen hat, oder? Ja, sehr selten. Wenn man mal überlegt, was die anderen immer so haben, meine Güte. Da wäre man über ein Zehntel oder so, wäre man schon glücklich, wenn man das an TP hätte. Aber hallo. Ja, der hält einiges aus. Jetzt muss ich doch nochmal heilen. Ich hoffe, das geht gut. Wenn der Gegner jetzt zuerst... Jetzt habe ich eventuell nicht aufgepasst. Ah, Selan ist tot. Sehr ärgerlich. Na gut, wenigstens. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben nämlich eine geile Zornattacke bei ihm. Nämlich das Elixier. Das ist doch, befreit alle Kämpfer aus der Bewegungslosigkeit. Dürfte wiederbelebend sein, ja? Mal schauen. Hoffentlich füllt es auch schön ordentlich viel auf. Was war denn das jetzt? Warum? Okay. Schade, es geht anscheinend. Bewegungslosigkeit. Scheint dann doch was anderes zu sein. Vielleicht ist damit auch Lähmung gemeint. Schau mal kurz in die Items. Was hast du denn da noch? Na, ich muss mal gucken, ob ich jetzt... Heilsirup dürfte was sein. Heilsirup. Stellt Kampfkraft wieder her und füllt Kampfkraft. Stellt Kampfkraft wieder her? Meinst du, das geht auf den Toten? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war zum Wiederbeleben. Oh, bitte. Das wird jetzt echt eng. Aber, glaube ich, dementsprechend selten. Oh Gott, wenn das jetzt nicht heilt, bin ich tot. Bitte. Ja, das voll. Klingt gut. Oh. Oh, ein Glück, ey, Zelan ist wieder da. Gut, ich versuche mal, dass Geist sich selbst heilt zum Trank. War doch weiter unten, oder? Nee, muss weiter oben gewesen sein, da kommen schon die Items. Ganz schön knapp jetzt. So, und du haut drauf, der hat bestimmt immer viel. Ich nicht erwartet, ey. Ah, sehr gut, er wartet ab. Komm schon. Das war dein Fehler. Einmal gezögert und schon dem Tod ein Stückchen näher. Okay. Aber hält immer noch durch. Ah, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer hier. Tornado müsste geil überleben. Ja. Hat auf jeden Fall mehr wie sein Bruder. So viel ist sicher. Aber vorhin war der irgendwie schneller down, oder? Na gut, haben auch mehr draufgehauen. Waren zu viert. So, da ist er kaputt. Na, endlich. Meine Güte.
Ah, das kann nicht wahr sein! Oh, doch. Fahr zur Hölle. Selan, du hattest recht. Aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das ich teilen kann. Dieses Monster kann sich immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen, ist, beide Hälften auf einmal zu schlagen. Tatsächlich? Ich habe sowas noch niemals zuvor gehört. Ich kämpfe schon, solange ich mich erinnern kann. Ich kenne viele solcher Sagen. Gut, auf geht's. Das Deku-Schwert müsste hinter dieser Tür sein. Ja, es war ein weiter Weg. Tür. Mir geht's gut. Ich denke nicht daran, schon aufzugeben. Gehen wir. Ach, die Ärmste. Ja, das irgendwie. Ist, ja, ne? Das ist, wird vernachlässigt gerade irgendwie. Es tut schon weh. Und wir haben das legendäre Deko-Schwert. Naja, klingt irgendwie nicht so legendär. Deko, naja. Klingt nach Dekoration. Ja, eben. Ne? Deswegen, ich glaube, man kann es nicht mal ausrüsten, oder? Ich schau mal. So, haben wir hier ein Deko-Schwert? Nein, haben wir nicht. Es ist wahrscheinlich wirklich nur Deko. Das für den ganzen Scheißweg, die drei Parts, die wir jetzt hier vergeutet haben. Das darf sich der König über den Termin hängen. Naja, Freunde, an dieser Stelle machen wir deprimiert eine einwöchige Pause. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. War wieder sehr lustig. Das nächste Mal dann wieder alleine. Schaltet wieder ein und hinterlasst mir ein paar Kommentare. Wir stürzen uns bestimmt drauf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer hat mein Gast die letzten Worte. Ja, John, war schön. Leute, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Lufia 2.